Hallo und guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Bundesligaspiels VW Gummersbach gegen den THSV Eisenach. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend wieder hier seid oder heute am späten Nachmittag. Das Spiel stand zur Halbzeit 19:11 zugunsten des VW Gummersbach. Am Ende stand es auch zugunsten des VW Gummersbach 32:21. Die Schwalbe Arena in Gummersbach war ausverkauft, worüber sich der VW Gummersbach besonders freut. Mit 4.132 Zuschauern, Spielleiter, also Schiedsrichter waren Philipp Dinges und Daniel Kirsch aus Baden-Württemberg. Ich begrüße recht herzlich unsere Gäste aus Eisenach, Wladimir Petkovic und Carsten Wöhler, den Geschäftsführer des THSV Eisenach. Und zu meiner Linken Emil Kotagic, den Trainer des VW Gummersbach und Frank Flatten, den Geschäftsführer des VW Gummersbach. Wladimir, fällt es leicht oder fällt es schwer, nach diesem Spiel ein Statement abzugeben? Ja, herzlichen guten Abend. Und natürlich, das ist ganz leicht, etwas zu sagen, nachdem so eine Klatsche, welche bekommen so hier, ist auch nicht viel zu sagen. Ich muss sagen, dass Gummersbach hat eine sehr gute Leistung gezeigt, in der 60. Minute. Wir sind nicht ins Spiel gekommen, wir haben Probleme gehabt mit Deckung, mit Lichtlein von Anfang an. Und das ist schon bekannt vom letzten Spiel, dass meine Jungs haben ein bisschen Probleme, die mentale Stärke zu finden. Hier, wenn das Spiel geht von Anfang an in eine falsche Richtung, dann ist es sehr schwierig zurückzukommen. Und wir haben gesehen auch da viele, viele einfache Tore. Wir haben kassiert durch einen Gegenstoß. Ich war nicht zufrieden mit meinen Torleuten. Die haben von aller Lage leichte Tore kassiert, aber die haben, ich glaube, 7 oder 8 Tore in 30 Minuten von erster oder zweiter Welle kassiert. Und dann muss ich auch sie ein bisschen in Schutz nehmen. Aber das spricht über unser schlechter Angriff. In der zweiten Halbzeit, wir haben versucht, auch etwas zu ändern, besser zu spielen. Aber wenn ich sage jetzt, dass 7 Mal in zweiter Halbzeit, nur in 30 Minuten, wir waren im Gegenstoß allein, erste, zweite Welle, und wir haben 7 Mal falsche Entscheidung getroffen oder nicht getroffen, dann weiß jeder, in welche Richtung gehen. Wir haben uns heute präsentiert, nicht wie ein Absteiger, sondern wie eine Zweitligisten. Aber wir haben sicher auch gezeigt, phasenweise, dass wir kein Handball spielen, und gegen Gummersbach ist nicht Chance zu verlieren. Aber ich habe immer genutzt, solche Gegner, solche Spiele, meine Mannschaft zu festigen und vorbereitet für die gleichen Gegner, welche sind in gleiche Höhe wie wir. Wer kommt erst, welche sollen wir gewinnen, wer wir möchten oder wer wir wollen in erster Liga bleiben. Und das ist ein Rückschlag einfach gewesen, weil, ich muss sagen, dass Gummersbach auch war heute richtig, richtig gut. Und deswegen von meiner Seite Glückwunsch an Emir, an Frank und Mannschaft von Gummersbach. Dankeschön. Dankeschön, Petko. Und nun, nach so viel Lob, Emir, fühlt es sich doch gut an, ein paar Worte zu sagen. Ja, guten Tag. Danke für die Glückwünsche. Wir haben heute, finde ich, von der ersten Sekunde an eine tolle Leistung hier abgerufen. Genau das, was von uns erwartet wurde, genau das, was wir von uns erwartet haben. Es hat heute einfach alles gepasst, auch wenn das so ein bisschen ausschaut, Eisenach war schwach. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut heute waren. Lichtlein, auch ein super Tag heute. Abwehr war sehr, sehr beweglich, sehr gut. Und dann kommen solche Spiele zustande. Und Gegner war ein wenig angeschlagen, aber das ist heute ein wenig dieser gefährliche Moment gewesen. Das haben wir super gemeistert. Und ein gutes Spiel hier absolviert. Das freut mich sehr. Halle war ausverkauft. Zuschauer waren toll, und das Spiel hat einfach war Werbung für VfL und für unsere Mannschaft. Und mich speziell freut das nach dem Spiel gegen Kiel, wo ich ganz ehrlich ein bisschen enttäuscht war mit unserer Leistung, auch wenn es Kiel war, dass wir heute ein Spiel präsentiert haben, was ich eigentlich in der Vorbereitung gesehen habe von meinen Jungs. So haben wir auch gearbeitet, wir haben unheimlich gut trainiert, und es freut mich einfach, dass wir in diese Richtung gehen, auch jetzt einfach deutlich Spiele zu gewinnen. Und wir haben ein Programm vor uns, wo wir sehr viel vorhaben, und das sind 2 Punkte. Egal welche Torunterschied, sind auch am Ende nur 2 Punkte, und es geht weiter nächste Woche beim BHC, ähnliches Spiel. Nur auswärts, und da müssen wir einfach nochmal nachlegen, und wir werden auch nachlegen. Danke. Dankeschön, Emir Kotagic. Und nun Carsten Wöhler als Geschäftsführer des THSV Eisenach. Wie geht es Ihnen jetzt gerade bei dieser Pressekonferenz nach dem Spiel? Ja, schönen guten Abend.
Ja, wie geht es einem nach so einem Spiel? Es gibt bessere Momente. Aber ganz kurz erstmal Glückwunsch von mir auch zum verdienten Sieg an den Trainer und an Frank Flatten, an den Verein. Wir sind nicht hergefahren und haben gesagt, dass wir die Punkte hier holen, aber wir wollten uns halt besser auftreten und wollten uns gut hier präsentieren und wollten dem VfL, ich sage einfach mal, noch mehr abverlangen, um die Punkte hier zu Hause zu behalten. Und das haben wir eben leider auch nicht geschafft. Also einfach die Art und Weise ist eben, wo wir enttäuscht drüber sind. Ja, und das ist einfach, wie gesagt, VfL hat sehr gut gespielt, mit einem starken Lichtlein, hat gut angefangen, hat alles, hat vieles geklappt. Und ja, die Niederlage ist schon ein Stück weit zu hoch, finde ich. Also wir hätten uns besser präsentieren können, was aber die Leistung von Gummersbach, wie gesagt, muss man Respekt haben. Wir müssen jetzt weiterarbeiten, uns auf nächstes Spiel konzentrieren und müssen sehen, dass wir woanders punkten. Dankeschön. Dankeschön, Carsten Wöhler. Und nun Frank Flatten, 2 Punkte, ausverkaufte Halle, Sonntag des Managers Sonnenschein heute. Schönen guten Abend. Natürlich ist das heute ein sehr glücklicher Tag für uns. Wir können sehr zufrieden sein. Vor allen Dingen, wie wir uns präsentiert haben beim ersten Heimspiel in der Rückrunde, so wie ich das jetzt mal sagen, überragend, wie Julius Kühn da gestiegen ist, der mit Selbstvertrauen zurückgekommen ist von der Europameisterschaft, auch Carsten Lichtlein sich hier sehr gut präsentiert hat und die ausverkaufte Halle zeigt, auf welchem Weg wir sind und da wollen wir weiterarbeiten. Und wer gerade richtig zugehört hat, hat eben ja gesagt, wir werden beim BRC nachlegen, das wollen wir natürlich auch mit aller Macht. Und dann geht es für mich darum, dass wir die Halle gegen Berlin ausverkauft haben, weil wir wollen näher an Berlin ran, das ist erklärtes Ziel und da hängen wir mit den Zahlen der Zuschauer noch etwas hinten. Lemgo ist schon fast ausverkauft, aber gegen Berlin möchte ich alle herzlich bitten, in die Halle zu kommen, weil wir brauchen ein volles Haus, um Berlin unter Druck zu setzen und da wollen wir gucken, ob wir den Drücker auch mal nach unten schalten können. Dankeschön. Achso. Euch noch alles Gute für den Rest der Saison, gute Heimfahrt und ich drücke euch die Daumen. Dankeschön, Frank Flatten. Und jetzt, meine Damen und Herren, feuerfrei für Ihre Fragen. An Herrn Petkovic oder Herrn Wöhler. Die Tatsache, dass wir hier so lange auf Sie warten mussten, war das schon ein Zeichen von einer Krisensitzung in Ihrer Kabine? Dass wir hier so lange warten mussten, war das ein Zeichen, dass Sie schon eine Art Krisensitzung in der Kabine nach dem Spiel hatten? In erster Linie, ich wusste nicht, war nicht Pressekonferenz. Und ganz normal ist das, nach so einem Spiel machst du ein kurzes Gespräch mit deiner Mannschaft und das heißt nicht gleich Krisensitzung. Und ja, ich kann da auch nur einhaken. Also klar, wir haben ein Gespräch gehabt in der Auswertung, aber wir sind auch relativ spät geholt worden. Also wir haben dann, nachdem der Verantwortliche war, noch zu Ende geredet, 2-3 Minuten und dann sind wir gekommen. Also ganz entspannt, oder? Gummersbach hat gewonnen, da lässt sich's doch leicht warten. Okay, weitere Fragen? Keine Fragen. Dann darf ich Ihnen herzliches Dankeschön sagen, dass Sie heute hier waren. Wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, den Kollegen aus Eisenach alles Gute, viel sportlichen Erfolg und vor allem gute und gesunde Heimfahrt. Wir sehen uns im nächsten Jahr, denke ich, wieder. Also, schönen Sonntag noch zusammen.